Hi Leute, es gibt so einen Spruch, willst du Wissen erlangen, lern jeden Tag. Wenn du Weisheit erlangen willst, vergiss jeden Tag eine Sache. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Bevor man nicht Altes loslassen kann, altes Wissen loslassen kann, kann man auch nichts Neues lernen. Man sollte immer dazu bereit sein, auch was Neues zu lernen. Wissen heißt ja schon, ich bin mir sicher, dass es so ist. Und wenn ich was als fest sehe, dann kann ich da auch nichts mehr dazulernen. Man sollte eben immer flexibel sein und immer dazu bereit sein, was Neues zu lernen. Und da habe ich neulich einen ganz schönen Vergleich gehört, so, wenn du was Neues lernen willst, das Alte kann dich dabei unglaublich blockieren. Und zwar ist es wie willst du ein Gefäß füllen, wie willst du eine Vase, die schon mit Wasser gefüllt ist, füllen. Du musst die Vase erstmal entleeren, damit was Neues in die Form gehen kann. Und das ist, finde ich, ein ganz schöner Vergleich. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige in vielen Bereichen. Wenn man sich selbst verändern möchte, wenn man sich selbst verwirklichen möchte, auch bei Ernährung explizit, die alten Glaubenssätze, das alte Wissen, was man hat, das zu vergessen und Theorien wirklich neu aufzustellen und wirklich neu zu erfahren, also die wirklich zu leben und es praktisch auszuprobieren. Weil viele Sachen, gerade eben wieder bei Ernährung, sind einfach Theorien, Kalorientheorie. Es ist eine Theorie und bleibt eine Theorie. Und die ist wirklich schnell durchschaubar, dass das vorne und hinten nicht hinhaut, zum Beispiel. Und deshalb ist wirklich, ja, gerade bei dem Thema Ernährung ist es so schwierig, so. Viele Menschen hängen, denke ich, noch an diesem Nährstoffgedanken. Dass sie sich irgendwie versorgen müssen mit Nährstoffen und alle Nährstoffe bekommen müssen. Schaut euch doch mal zum Beispiel Naturvölker an. Die einen ernähren sich nur von Datteln und Kamelmilch, die anderen nur von dieser einen Pflanze, die anderen nur von Kartoffeln und die nächsten, wie die Maasai, nur von tierischen Produkten. Wie ist das nährstofftechnisch erklärbar? Es sind Theorien. Und bei Tieren sehe ich das zum Beispiel nicht so, dass der eine Löwe isst eine Karotte und der andere Löwe isst Fleisch. So habe ich noch nicht gesehen. Und ja, sein altes Wissen neu interpretieren zu können und auch loslassen zu können, wenn man andere Erfahrungen macht. Das ist, denke ich, wirklich ein wichtiger Punkt und das sollte man lernen. So erstmal die Vase leeren, bevor man sie neu füllen kann. Macht's gut, Leute. Ciao.